7 unfassbare Geschichten, die wirklich wahr sind. Nummer 1. Die Telefonnummer 088-888-888 wurde gesperrt, nachdem jeder ihrer Besitzer in den letzten 10 Jahren gestorben war. Der erste war Wladimir Grashnov, ehemaliger CEO des bulgarischen Mobilfunktelefonunternehmens Mobitel. Er starb 2001 mit nur 48 Jahren an Krebs. Danach erhielt die Nummer ein bulgarischer Mafiaboss, Konstantin Dimitrov. Er wurde 2003 als 31-Jähriger in Holland von einem Auftragskiller erschossen, wobei die Chance, dass ein Mafiaboss unabhängig von seiner Telefonnummer erschossen wird, relativ hoch ist. Der nächste Arme war Konstantin Dischliff, ein etwas unehrlicher Geschäftsmann. Auch er wurde erschossen, nachdem die Telefonnummer knapp 2 Jahre in seinem Besitz war. Die Nummer ist seither außer Betrieb, sowie seine ehemaligen Besitzer. Nummer 2. 2008 spielte sich in Japan eine Geschichte ab, die bei absolut jedem Gänsehaut entstehen lässt. Einem jungen Mann fiel auf, dass immer wieder Essen aus dem Kühlschrank fehlt, woraufhin er eine Überwachungskamera aufbaute. Aber anstatt Einbrecher filmt er eine Obdachlose. Nachdem die Polizei eintraf, offenbarte sich Erschreckendes. Sie hatte seit über einem Jahr unbemerkt in der Wohnung gelebt. Nummer 3. Obwohl George Boyer 2 gesunde Beine hatte, wollte er seit seiner Kindheit unbedingt einbeinig sein. Boyer leidet an der Körperintegritätsidentitätsstörung, kurz BIID. Dabei empfinden die betroffenen Teile ihres Körpers oder deren Funktion als störend. Gliedmaßen wollen amputiert oder Körperfunktionen wie zum Beispiel die Sehfähigkeit ausgeschaltet werden. Teilweise benutzen Personen mit BIID bereits Rollstühle, Blindenstöcke oder Prothesen, um das Gefühl von einer körperlichen Beeinträchtigung zu simulieren. Um sich von seinem störenden Bein zu trennen, schießt sich Boyer in seinem Garten mit einer Schrotflinte ins Knie. Alles war genau geplant. Er wusste, wo er hinschießen musste, damit es am wenigsten wehtut. Das Bein hat er vorab abgeschnürt, dass er nicht zu viel Blut verlieren würde. Das Handy lag bereit, um Sanitäter anrufen zu können. Nur eines hatte er vergessen. Sein Handy hat in seinem Garten keinen Empfang. Seine Vermieterin fand ihn und verständigte den Notruf. Nachdem die Ärzte 10 Tage lang um das Bein kämpften, mussten sie es schlussendlich vollständig entfernen. Ganz zu seiner Freude. "Ich bereue nur, dass es nicht früher geschehen ist", erzählt Boyer der Filmmacherin Melody Gilbert. Nummer 4. Diese Gruselgeschichte ist schon etwas länger her, dafür aber nicht weniger angsteinflößend. 1885 bekam ein Mann Post von seinem Bruder. Allerdings war der zu diesem Zeitpunkt schon seit 13 Jahren tot. Der bereits verstorbene Bruder schrieb, er sei geisteskrank, wäre aber in Behandlung und er wolle seinen Bruder bald besuchen. Ein Handschriftabgleich bestätigt, der Brief wurde nicht gefälscht. Der Mann ließ daraufhin seinen Bruder exhumieren, doch der Sarg seines Bruders war leer. Nummer 5. 1995 nahm sich ein Mann namens Terry Cottle das Leben, indem er sich eine Kugel ins Gehirn schoss. Er war Organspender und so wurde sein Herz den 57 Jahre alten Mann Sonny Graham eingesetzt. Doch als Sonny Terrys Witwe traf, um sich für das Spenderherz zu bedanken, verliebte er sich in sie. Die beiden heirateten 2004 und die Beziehung ähnelte der vorherigen sehr, sogar bis zum traurigen Ende. Auch Sonny erschoss sich mit einer Kugel in den Kopf. Nummer 6. Edgar Allan Poe sagte den Tod eines Mannes voraus. 1938 veröffentlichte der bekannte Autor Edgar Allan Poe seinen Roman Der Bericht des Arthur Gordon Pym. Er handelt von 3 Seemännern, die Schiffsbruch erlitten und nur überleben konnten, weil sie ihren Kameraden Richard Parker aßen. Nur knapp 50 Jahre später entkamen wirklich 3 Matrosen nur knapp den Tod. Auch sie mussten einen Freund essen, um nicht zu sterben. Sein Name Richard Parker. Nummer 7. Während einer Nacht in den 90er Jahren parkte der Journalist Brian Bethel vor einem Kino, als sich ihm 2 Kinder näherten. Sie waren ca. 10 Jahre alt und hatten etwas sehr Unheimliches an sich. Sie erzählten, dass sie einen bestimmten Film sehen wollten, aber ihr Geld zu Hause vergessen hatten und wollten von Bethel nach Hause gefahren werden. Dieser hatte immer noch ein ungutes Gefühl. Er weigerte sich und ließ den Motor seines Wagens an. Die Kinder erzählten ihm noch, dass sie nicht in der Lage wären, ins Auto zu steigen, bis er sie dazu einladen würde und starrten ihn mit tiefschwarzen Augen an. Brian fuhr davon. Er schrieb über seine Erfahrungen in einen Online-Blog und seitdem teilen Menschen überall auf der Welt ihre Erfahrungen mit diesen Kindern. Ja Leute, das war's mit dem Video. Welche Geschichte fandet ihr am gruseligsten? Schreibt es uns in die Kommentare. Für mehr Fakten checkt unbedingt Facebook, Twitter und Instagram ab. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Hier kommt ihr noch zu unseren letzten beiden Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao.